Was, du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, aber was sind so typische Stressfallen, die du vielleicht auch wahrnimmst bei deinen Klienten, bei euren Kunden, in die wir heutzutage so tappen? Ja, die erste Falle ist, Liebe ist gleich Leistung, ne? Dass du glaubst, dass du nur liebenswürdig und genug bist, wenn du leistungsfähig und gesund bist. Und damit machst du dich einfach abhängig an Themen, die du nicht komplett kontrollieren kannst, weil wir können ja manchmal krank werden, wir können mal Fehler machen, und irgendwas klappt nicht so richtig. Und das ist, klingt immer so easy, und wie so ein buddhistischer Wochenkalenderspruch, nämlich bedingungslose Selbstliebe und Selbstfürsorge sich zu gewährleisten. Also wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, beim Thema Stressbewältigung, dann ist es konsequent für sich selber da zu sein. Mental, körperlich, von den Handlungen, von den Gefühlen und von allem, was du so machst im Leben. Einfach gesunde Selbstfürsorge etablieren. Weil wenn wir erfolgreich sind, das ist easy, ne? Da kannst du halt mitschwimmen und sagen, ja, es ist halt cool, ich bin gut drauf so. Aber dann, wenn du müde wirst, dann, wenn du die Motivation verlierst, dann, wenn du träge wirst, dann, wenn du dich nicht so gut fühlst, dann zählt es am Ende. Und das ist die hohe Kunst, da für dich da zu sein. Das darf man auch lernen, das musste ich auch lernen, weil das andere kann ja auch so ein Antrieb sein, ne? Also wenn ich jetzt glaube, dass mein Wert als Mensch an meiner Leistung hängt, Alter, da baller ich jeden Tag rein, weil damit kann ich ja meinen Wert bestimmen. Ja, da fühle ich mich gut, da kann ich an meinem Selbstwertgefühl arbeiten. Und das hat natürlich ein Limit, weil wir immer Angst haben, dass unsere Leistung runterfällt und damit unser Wert als Mensch runterfällt, ganz tief im Inneren. Und das ist einfach eine Konditionierung. Was ist die Auflösung? Bedingungslosigkeit. Scheiß mal auf den ganzen Bullshit, den wir erfunden haben, was wir irgendwie erreichen müssen, um wertvoll und genug zu sein. Ne? Ein bestimmtes Aussehen, einen bestimmten Body Mass Index, eine bestimmte Lebensfreude, eine bestimmte Energie, weiß ich nicht, Geld, Erfolg, Partner, Kinder, Noten der Kinder. Es wird ja immer abstruser, wo sich Leute da einbauen am Ende. Und was wäre denn, wenn du bedingungslos wertvoll und genug bist? Egal, was du machst. So, das heißt, du kannst alles vergessen zum Thema Stressabbau und Entspannung, wenn du das einmal etablierst, weil das ist Entspannung pur. Weil dann hörst du auf zu rennen, dann hörst du auf zu kämpfen und dann kommst du in die Wahl rein. Dann willst du Leistung bringen, weil du Lust drauf hast und nicht, weil du glaubst, dass es nicht anders geht. Dann willst du aufs nächste Level kommen, weil du Bock hast, dein Potenzial zu entfalten und nicht, weil du Angst hast, nicht wertvoll und genug zu sein. Und das ist, glaube ich, so die erste Falle, wo wir reintappen. Liebe ist gleich Leistung. Und es wird ja noch schlimmer. Das ist so ein bisschen so ein Schulding, ne? Weil da hast du irgendwann verstanden, ah, krass, wenn ich hier eine gute Note schreibe, dann feiern mich meine Eltern und meine Lehrer. Und wenn nicht, dann irgendwie nicht so richtig, ne? Dann gibt es vielleicht auch Sanktionen, ne? Und da können sich verschiedene Fehler einschleichen. Nämlich auch, dass auch negativer Stress Aufmerksamkeit bringt. Ja, das heißt, wann hat der Vater Zeit fürs Kind? Wenn die Noten sehr, sehr gut laufen oder wenn die Noten richtig scheiße sind? Wahrscheinlich dann, wenn die Noten richtig scheiße sind. Das heißt, der Übertrag, es gibt sehr spannende Studien zum Thema chronische Erkrankungen, die sind immer dann schwieriger zu heilen, wenn das Umfeld sehr unterstützend ist. Weil dann dein Gehirn sagt, was ist eigentlich, wenn ich gesund bin? Was ist eigentlich, wenn es mir gut geht? Was ist eigentlich, wenn kein Drama in meinem Leben ist? Kriege ich da noch Aufmerksamkeit? Fragen die Leute noch nach, wie es mir geht? Helfen die mir noch? Unterstützen die mich noch? Und am Ende ist es ja dann auch noch die Falle, dass wir uns vergleichen, ne? Du, wenn wir jetzt irgendwie eine Klassenarbeit geschrieben haben, in Sachkunde in der 4. Klasse, und du hast eine 2 gekriegt, dann war schon mal klar, alleine die 2 ist keine Aussage. Weil wenn alle jetzt eine 1 bekommen haben und du hast eine 2, dann warst du halt der größte Vogel. Wenn alle eine 3 und eine 4 hatten und du der Einzige warst mit einer 2, ey, dann warst du der König von der Klasse. Aber die 2 ist immer gleich geblieben. Das heißt, wir lernen nicht absolut für uns zu denken, ich habe das Energielevel, ich habe das Geld, ich habe die Gesundheit, ich habe die Familie und das Lebensglück und das reicht mir jetzt gerade, ich muss es nicht vergleichen, sondern wir wissen ja gar nicht, ob es gut oder schlecht ist. Erst wenn wir die Dinge in den Kontext setzen, uns umgucken und sagen, scheiße, der Nachbar fährt aber einen Porsche. Scheiße, die Frau vom Nachbar ist aber attraktiver als meine Frau. Scheiße, die Noten von den Kindern im anderen Dorf weiter sind besser als die Noten von meinen Kindern. Scheiße, der andere ist noch lockerer und noch leichter und macht noch geilere Witze als meine Witze sind. So, und das ist halt Kacke, weil damit zerreißen wir uns die Lebensfreude. Wirklich, der Vergleich ist der Tod für das Thema Zufriedenheit und Glücklichsein. Weil es gibt immer noch einen krasseren Fisch im Wasser. Und ist ja dieses Star Wars-Movie-Ding, ne? Da wo irgendwie der eine Fisch vom nächsten gefressen wird, dann kommt der nächste und frisst wieder den, dann kommt noch ein größeres Ding. Es gibt immer noch jemanden, der glücklicher ist, der mehr Geld hat, der zufriedener ist, der mehr Energie hat. Das heißt, lerne für dich absolut glücklich zu sein und verkack dir nicht das, was du hast,
indem du dich selber abwertest, weil du in den externen Vergleich reingehst. Und das ist gar nicht so easy, das braucht auch wieder Bewusstsein und Energie. Und fang vielleicht an, dich mit dir selber zu vergleichen, ne, am Ende. Also wie ging es mir denn vor 5 Jahren? Wie ging es mir vor 10 Jahren? Das wird entspannter und am Ende ist der Vergleich auch deshalb schwierig, weil du hast ja gar nicht alle Infos von der anderen Person. Ja. Ne, wir vergleichen ja die Bühne von anderen Menschen mit dem Blick hinter unseren eigenen Vorhang. Du kennst jeden Angstgedanken, du kennst jeden Zweifel, jeden Schissel, jeden Fehler. Du bist ja auch du am Ende. Die anderen erzählen ja nur das, was sie erzählen. Das heißt, du vergleichst einen selektiven Ausschnitt von der Realität mit deiner kompletten Wahrnehmung von deinem ganzen Leben. Und der Stress macht es dir auch nicht einfacher, weil der Stress dir immer einredet, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, was nicht gut läuft. Ne? Ja. Wo bin ich noch nicht gut genug? Wo habe ich noch einen Fehler gemacht? Was könnte gefährlich sein? Wo könnte ich scheitern? Der Stress will dich schützen und glaubt dann, dass die Aufmerksamkeit auf die Gefahr gerichtet werden muss. Und damit vergisst du auch die ganzen Sachen, die total gut laufen in deinem Leben. Und das macht es so ein bisschen schwieriger. Das ist das zweite große Thema, die zweite große Falle, dass wir glauben, wir müssen uns mit den vermeintlich negativen Dingen stark beschäftigen, damit wir sie nicht aus dem Blick verlieren. Und dann bauen wir uns ein in einem Leben, was voller Gefahr, voller Kampf, voller Fehler, voller Dinge ist, die noch nicht gut laufen und vergessen alles andere. Und das ist halt ultra schade am Ende. Weil es ist ja alles da, du musst es nur anfangen, mal wahrzunehmen. Ja. Ja, ich sehe schon richtig die Zuschauerinnen und Zuschauer vor mir, weil das, was du sagst, wird bei jedem jetzt auch so einen Reflexionsprozess anstoßen. Und man wird über vieles nachdenken, weil es geht wirklich tief rein. Und besonders interessant fand ich auch, dass du gesagt hast, dass wir viele Dinge, Normen einfach auch erfunden haben, wie wir einfach definieren, dass wir erfolgreich und glücklich dadurch sind. Das ist eine Riesensache, wo man einfach mal wirklich drüber nachdenken sollte. Was hat die Gesellschaft so auferlegt, was gut ist? Wie du gesagt hast, Aussehen, Body Mass Index und Pipapo. Und auch, was habe ich mir selber so auferlegt an Regeln oder Normen, mit denen ich mich definiere? Da muss man einfach echt mal eine Schale tiefer gehen dann, ne, in den Schichten, die man so hat. Ja, und das Thema, also deswegen funktioniert gesunde Stressbewältigung und ich gehe jetzt nicht auf die Oberfläche ein mit Entspannung, Meditation, Wim Hof Atmung, Bewegung, so die ganzen Themen. Das ist auch cool, ne? Aber das wissen meistens die Leute, sondern es fängt damit an, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen und auch Prinzipien und Stories dir auszudenken, die für dich funktionieren. Wenn die höher, schneller, weiter Logik im Kapitalismus für dich nicht funktioniert, dann folge die ihr nicht. Wenn für dich die oberflächliche Dynamik, ich kaufe mich glücklich im Kapitalismus nicht funktioniert, dann mach es nicht am Ende. Es bringt nichts. Es ist ja nur eine Einladung, wie du das Leben leben kannst. Ne? Weiß nicht, ob du Harari gelesen hast, eine kurze Geschichte der Menschheit. Wer es noch nicht gelesen hat, da draußen, bestes Buch. Und der Grundtenor ist, wir Menschen können einfach komplexe Strukturen ordnen, also Milliarden Menschen können sich ordnen über Geschichten, Gesetze, Moralvorstellung, Ethik, Religion, alles erfundene Konstrukte, damit will ich jetzt nicht die Religion abwerten, aber es ist einfach eine Geschichte, die wir glauben, ne, so heißt es ja auch schon. Und damit können wir Gesellschaften ordnen. Ja, damit wissen wir einigermaßen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und das können wir machen, weil unser Gehirn eine große Vorstellungskraft hat. Das heißt, in der Tierwelt würde niemals der Tiger was von seinem Essen abgeben, damit er in 20 Jahren in den Tigerhimmel kommt. Der versteht die Geschichte überhaupt nicht. Der kann damit nichts anfangen. Der sagt, an welchen Tigerhimmel habe ich noch nie gesehen? Und also ich habe doch jetzt hier das zu essen. Aber die Religion zum Beispiel funktioniert ja so. Du verzichtest hier auf Lustgewinn, ne, bist für andere Leute da und damit kriegst du ein Versprechen, nämlich, dass du in den Himmel kommst. Ich übertreibe jetzt mal, ne? Aber so. Und du hast ja aber andere Geschichten und wichtig ist, diese Geschichten zu entlarven im Stress. Und das ist anstrengend und es ist krass, wenn man dann irgendwann merkt so, fuck, Alter, ich dachte die ganze Zeit, so funktioniert das Leben und es war nur eine Geschichte. Und die haben mir meine Eltern erzählt, dass ich perfekt sein muss und ich muss nicht perfekt sein. Ich darf menschlich sein. Ich darf Dinge probieren. Ich darf Fehler machen. Ich darf scheitern. Ich kann in die Themen reingehen, wo nicht alles klappt und das ist total, total gut so und ich brauche nicht danach streben, ne, diese Illusion von dem perfekten Leben, für was man die auch immer haben will, um andere Leute zu beeindrucken oder um sein Sicherheitsbedürfnis zu stärken am Ende. Muss man auch mal gucken, warum verfolge ich gewisse Geschichten im Leben. Und das dann zu merken, Alter, fuck, ich bin 50 Jahre alt und ich dachte, ich muss perfekt sein und ich dachte, ich bin nicht gut genug. Und es war nur eine Geschichte und die habe ich so oft gehört, dass ich sie geglaubt habe. Wie der Fisch im Wasser. Und Harari sagt was ganz Spannendes und es nennt sich intersubjektive Realität. Das sind
Geschichten, die zwischen Individuen weitergegeben werden, die sind wahr, weil alle daran glauben. So wie Geld. Geld funktioniert nur, weil wir daran glauben. Ja, siehe große Inflation in den 20er, 30er Jahren in Deutschland. Naja, von dem einen Tag auf den anderen hat der Bäcker gesagt, ey, pass auf, mit dieser Mark hier gerade, da kriegst du nur noch ein kleines Brotkrümel, das kostet jetzt 100 Mark, weil ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen und mein Vermieter will viel mehr Geld haben und ich glaube die Geschichte nicht mehr, die hinter dieser Mark steckt. So, genau das Gleiche mit Euro. Nur weil alle an Geld glauben, funktioniert die Geschichte. Genauso ist es mit Perfektionismus, mit ich muss beliebt sein, ich muss stark sein oder Liebe ist gleich Leistung oder höher, schneller, weiter oder dass wir irgendwas Materielles brauchen, um irgendwie uns glücklich und zufrieden zu sein. Und das ist halt anstrengend, es Fakt. Da brauchen wir mal ein paar Wochen und Monate, um dahinter zu steigen, weil es bringt die Verantwortung mit, dass du ja deine eigenen Geschichten entwickeln darfst, die für dich in der Lebensphase funktionieren. Hey, schön, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und ich möchte dich einladen, mit uns auf eine Reise zu mehr Gesundheit zu kommen. Schnell einfach gesund soll dein Gesundheitskompass sein und wir zeigen, wie du zu mehr Energie, Gesundheit und Wohlbefinden gelangst. Und dazu hast du drei Möglichkeiten, mit uns auf dieser Reise fortzufahren. Du kannst zum einen diesen Kanal hier abonnieren und uns mit einem Daumen zeigen, dass dir das Video gefallen hat. Zum anderen kannst du auf www.schnelleinfachgesund.de gehen. Das haben wir dir hier unten verlinkt und du findest dort über 600 Beiträge zu zahlreichen Themen rund um das Thema Gesundheit. An dritter Stelle kannst du auch mit unserem Kurs Gesünder in 5 Minuten starten. Hier bekommst du 7 Tage lang kostenlos jeden Tag einen Gesundheitstipp zugesandt, der eine große Effektivität auf deine Gesundheit hat. Wir freuen uns, wenn du mit uns in Kontakt bleibst und wir gemeinsam auf diese Reise treten können. Bis zum nächsten Video und viel Spaß mit Schnell einfach gesund.